Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mittelerde Mordor Schatten. Oh yeah, in Part 5 oder 26, ich weiß nicht. Ich habe mich vorhin zutiefst geärgert. Zum einen, weil ihr guckt euch das an, alle Soldaten irgendwie tot, bis auf drei hier und die gehören alle mir. Ich hatte noch drei zusätzliche. Und ja, die sind mir alle abhanden gekommen bei diesen scheiß Missionen da. Hier, wie die da. Zum Beispiel, Hilf, fällt gerade der Mickrige bei seiner Machprobe und verteidige deinen Gefolgsmann. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Stelle sicher, dass Scott, der Kümmerliche, die Hinrichtung erfolgreich durchführt. Oh, das machen wir noch gerade. Wenn ich, das gerade mal machen darf. Ich muss da wahrscheinlich kurz raus. Da steht wieder so ein Honk. Sowas mache ich natürlich gerne, weil das ist ein gratis Levelaufstieg, Freunde. Und ja, Free-to-Play-Win, kann man sagen. Ich werde es euch jetzt mal demonstrieren. Und übrigens, noch so wegen Saurons Armee hier. Hier war ja zuerst hier keiner, der hat jetzt nur 8 Macht. Ich bin sowas von ein Idiot, ich wollte eigentlich den dorthin hauen. Aber, ja, irgendwie hat das nicht funktioniert. Dann habe ich halt einen aus dieser hinteren Reihe hier genommen. Und da hat es funktioniert. Da kann man den direkt dann befehlen, hier hinzugehen, also zu befördern. Dann kommt eine Beförderungsmission und so kriegt ihr dann auf jeden Fall das, wonach ihr sucht hier. Bei mir war es ja der letzte von 5 bemalten, kann man schon fast sagen, Adjutanten von diesen Idioten da. Ach ja, und ich habe mir noch eine neue Fähigkeit gegönnt. Zuerst mal gehe ich da hoch. Gehe jetzt so auf das Ding schon rauf. Und ich kann alles verkürzen, ne? So gefällt es mir auf jeden Fall. Hinrichtung, gucken wir da mal zu. Ne? Oh yeah. Es wird mir Spaß machen, euch zu erledigen. Na dann, gehen wir kurz hoch. Nehmen wir den mal kurz in Empfang, den Kollegen da. Um den geht es hier wahrscheinlich. Denn, ach nee, es gibt ja gar keine Soldaten mehr. Mal so eine Frage, wie lange geht das? Ich habe jetzt mittlerweile sicher schon 2-3 Tage keine mehr irgendwie rekrutiert bekommen. Alle sind tot, guckt euch das an. Alle liegen auf dem Brett, Mann. Was ist das, ey? Oder wechselt vielleicht aus, dann könnte ich noch neue anwerben. Und du, mach mal deine Hinrichtung. Genau. Wow, richtig so. Das hast du verdient. Oh ja. Ach, ich liebe es. Und jetzt schauen wir dem Kollegen hier mal zu. Bei seiner Arbeit. Also ich möchte jetzt nicht an seiner Stelle stehen. Scott, der Kümmerliche. Ich hoffe, du kommst dann auf Level 10 oder so. Wenn du es nicht schon bist. Yeah. Und jetzt nur noch ein. Hopp. Oho, dem letzten hat er einen Genickbruch verpasst. Sehr geil. Jo, sogar auf Level 14, Macht aufgestiegen. Jo. So läuft es. Was hast du jetzt gemacht? Oh. Nö, Blutrache. Räche den Tod von Kling Pingui, indem du zu ein Auge tötest. Genau. Ja gut, dann kann ich das euch auch gleich mal machen. Habe ich nämlich auch schon erledigt, so eine Aufgabe. Komm, ich fighte mal.
Wenn ich eine Möglichkeit sehe, anders zu fighten, werde ich das auch tun. Zum Beispiel, ein Grauk hatte ich auch schon in meiner Offscreen-Session vorhin. War auch ziemlich nice. So, räche den Tod von King Pinguin, indem du zu ein Auge tötest. Okay. Ich weiß zwar nicht, wo dieser Volllulatsch ist, aber okay. Yo. Was soll ich jetzt damit anfangen, mein Freund? Seilrutsche! Ja, klar. Wozu hat man eine Seilrutsche, wenn man sie nicht verwendet, ne? Ah, oder nicht? Ich entzünde das mal, ne? Dann sind schon einige weniger hier. Dankeschön. Bye, bye. Ich dachte, hinter mir steht gerade einer. Aber dem war nicht so. Ach so, dort oben ist er. Aha. Interesting. Und was möchte der Vogel jetzt? Nehmen Sie mit einer Schleichtötung. Aha. Eigentlich einfach, aber glaubst du mir, das funktioniert nicht? Ich glaube nämlich, das funktioniert nicht. Das ist ein Bossgegner. Wo warst du vorhin? Auf der Jagd? Keine Ahnung. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Und wie sollte ich den eben mit einem Angriff töten? Lass mich dir zeigen, wie. Ja, gerne. Schildträger, Fuzzi. Oh! Ja, ihr mir auch. Nur so nebenbei. Ja, und treffen ist nicht ganz deine Kunst. Deine Kragenweite, mein Freund. Wo ist der Kollege? Da. So. Danke. Nö, was war denn das bitte? Das hat jetzt höllisch wehgetan. Autsch, autsch, ich brauche noch länger. So, ey. Nicht auf ihn. Auf alle hier. Danke. So, jetzt ist nur noch er hier. Danke, yeah. Nix da. Hier wird ordentlich auf die Omme gekriegt hier. So, und jetzt nochmal ein Geistesblitz, würde ich mal sagen. Und wir haben dich schon fast. Hinrichtung. Was? Was habe ich schon versucht? Ich habe gar nichts versucht. Aha. Dann werde ich dich jetzt komplett auseinandernehmen. Ist mir ganz egal. Sei verflucht, Waldläufer. Ah, nicht wirklich. Ich unverflucht? Ich glaube es nicht. Das wäre jetzt nicht so schlecht, dass immer wieder etwas regeneriert wird. Aber okay, wir sind zunächst hier fertig, auch wenn neue Sachen hier aufploppen, wie das da. Hilft Zuck durch bei Machtprobe und verteidige ihn. Was ist hier? Oh, cool. Noch eine Jagd, dann machen wir ein wenig sowas. Ja, weil unsere Truppen, die restlichen, sollten schon ein wenig stärker sein. Wenn sie denn schon so eine Aufgabe noch bekommen. Oder was sagt ihr? Also, ich wäre stark dafür. Du kannst runterspringen. Das weißt du schon, ne? Talion-Kollege da. Und ja, ich weiß, wie der heißt, aber der Name ist mir zu lang und Caleb Prembor oder so immer auszusprechen. Nee, ist ein Zungenbrecher. Lass ich mal lieber stecken.
Orks machen in der Wildnis Mordors Jagd auf gefährliche Bestien, um sich zu beweisen. Bei einer erfolgreichen Jagd erlangt der Anführer der Jagdtrupps Macht. Ja, ich hoffe nur kein Grauk. Ja gut, das ist kein Problem. Da kann ich 3 übernehmen und einen besiegt ihr. Kein Problem. Endlich! Die Jagd wird doch noch lustig! Denke ich nicht. Auf jeden Fall eigentlich nicht für euch. Ne? Ich übernehme mal. Oh, verdammt. Sorry, ich muss mal vom nächsten zum übernächsten. Und du hältst auch die Klappe ohne Witz. So, den letzten müsst ihr selbst killen, wenn ihr ihn findet. Danke, cool. So einfach macht ihr die Mission. Deswegen habe ich die so gerne. Oh, Level 15. Das mag ich doch. Ohne Witz. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Der Kümmerliche ist gar nicht mehr so kümmerlich, ne? Jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir alles soweit. Und da ich keinen Kollegen mehr verlieren möchte bei so einer scheiß Machtprobe, lasse ich das mal ganz easy freezy stecken und mache mit euch die Hauptstory weiter. Auch wenn wir vielleicht nichts mehr so machen könnten, ist egal. Hauptsache, wir kommen dem, also der Story weiter und dem Ende näher, ne? So, Herr von Mordor. Mal schauen, jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzerbogen. Und euch viel Spaß, Freunde. Tüdle. Also, nur indirekt. Deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die schwarze Hand auszuführen. So, und jetzt bleibe ich mal still. Tüdle. Bis später. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, nichts anfassen! Königin Marvin. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Schrak! Der Schrak lässt uns Stück für Stück ausbluten. Der Schrak streckt uns nieder. Er stiehlt unseren Verstand, stiehlt unseren Willen. Er nimmt uns Mordor. Genug! Genug! Er füllt die Luft mit Uruk-Schrei und tränkt den Boden mit Uruk-Blut. Alle gegen mich, oder wie? Ich glaube nicht. Nee, und genau... Wegen sowas hätte ich gerne mehr Power gehabt. Darf ich mal?
Darf ich mal Geistesblitz? Dankeschön. Oh, danke, endlich. Deine Waldläufer, Freunde, hä? Ach, richtig, sie sind alle tot. Ja, ich bin der einzige Überlebende. Sorry. Oh, Hinrichtung hat auf ihn gewirkt. Oh, finde ich cool. Und jetzt auf den Schildträger. Ah, der kann gar nichts machen. Oh, finde ich ja schnieke. Oh. Nice. Und ich kann ihm einfach immer wieder Schaden reinzimmern. Yes. Yes, wundervoll. Ah, verdammt. Ja, nee, nee, so aber nicht. Ey. Werdet ihr damit fertig, Freunde? Ich werde hier mal mit dem Ork hier fertig. Dankeschön. Oh, yeah, wir haben ihn. Danke, Narok, Fleischsammler, haben wir. Ziemlich cool. Oh, verdammt, du gehörst zu uns. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der Schwarzen Hand. Ja. Finde ich cool. Ganz geil mit unseren 5 Kollegen. Finde die Schwarze Hand. Ob das alles so gut kommt? Das ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. Welche Art von Magie ist das? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir gehen nicht den natürlichen Weg. Garantiert nicht. Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang. Zeig dich mir! Dies ist das Land des Throns. Die Schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden höchstens. Ich bringe dich dem dunklen Herrscher unversehrt. Wir knien vor niemandem. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Celebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf. Und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Celebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Schrei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Oh Mann, das ist doch lächerlich. Solche Schmerz und einen so gebrochenen Verstand anzutreten. Eine Schleichaufzerrung. Wie soll denn das gehen?
dass du nicht mit uns gestorben bist. Das war schon mal nicht gut. Wenn ich wüsste, wo der wäre, könnte ich das ja machen. Aber nö, geht nicht so einfach. Aha. Geht doch. Ich kann mich so wieder heilen. Oh, verdammt. Du Hundesohn. Was, habe ich dem Turm abgezogen? Willst du mich verarschen? Du bist schon so oft dem Graben. Ja. Ich werde dich wieder und wieder tot lassen. Darf ich mal in die andere Welt? Dass du unter der Erde bleiben und nie zurückkehren solltest. Das sagst du. Aber ich sag da was anderes, mein Freund. Tschüssi. Oh yeah, wieder voll aufs Glöckchen gedrückt. Ah, ja. Er ist mit dem Turm verbunden, der Kollege. Finde ich ja sehr schnieke und der Bosskampf ist langweilig gestaltet, muss ich sagen. Wo ist der Kollege? Da unten wieder? Ist es lächerlich. Du willst Vergeltung. Das war's mit dieser Atmosphäre, würde ich sagen. Geh zu Joret, oder wie der heißt. Oder wie die heißt, keine Ahnung. Wir erscheinen es halbwegs geschafft zu haben. Was ist denn hier kaputt? Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Du sagtest, wir wären verflucht. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Weißt du was? Nur komisch hast du das Schwert direkt durch den Boden noch durchgehauen, aber okay. Beim Killen vom anderen. Jetzt ist die Frage. Der Turm ist halbwegs tot. Vater, sie sagen, du bist ein Verbrecher. Der weiße Baum, das Symbol Gondors, steht im dritten Leben der Haie. Neu gepflanzt mit Setzlingen. Das sind Wiedergeburten. Jo, das war die Mission, Herrscher von Mordor. Cool. Steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand war dort. Ich kann es spüren. Die Tariel. Oh Mann. Dann sehen wir im nächsten Part, du bist nach Numen zurückgekehrt, um festzustellen, dass die schwarze Hand bereits vor dir da war. Ja, das wird unschön, meine Freunde. Können wir für einen noch eine kleine Stärkung reinhauen, irgendwie? Ich denke eher nicht, ne? Nein, leider nicht.
Das heißt, auch hier wurde niemand erneuert. Schade. Dann werde ich jetzt mich hier nur noch aufmachen. Werde hier schon für den nächsten Part mich machen. Und ich sage dazu, bis zum nächsten Mal. Wenn es denn wieder heißt, Mittelerde, Mordor, Schatten. Tüttle.